Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 19.05.2022. Wir befinden uns im Übrigen, haben wir die Woche gar nicht so besonders betont, in der Verfallswoche. Ja, das heißt, jetzt am Donnerstag ist nochmal Möglichkeit, das ein oder andere richtig zu schieben. Man hat ja schon leicht den Eindruck bekommen, dass am Mittwoch das jetzt vollzogen wurde von einigen. Sollte man bloß ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass der Donnerstag gegebenenfalls den einen oder anderen komischen Move noch bringen kann. Unser DAX stand gestern sehr siegessicher mit fetter Angel auf der Planke und hat sich gefreut, dass da was Dickes angebissen hat. Scheint ein bisschen schwer gewesen zu sein, was er da an der Angel hatte. Ist jetzt abgesoffen, gleich mit dem ganzen Kahn. Und das sieht auch gar nicht so hübsch aus. Wir kennen das nun aber. Ich habe euch versucht, gestern darauf vorzubereiten, wenn er denn über die 3,15 geht, dass er dann eben auch wieder so abschmieren kann. Da hat er sich gedacht, naja, gut, wenn jetzt alle auf 3,15 warten, mache ich es halt direkt. Naja, dann ist das so halt, ne? Also, ja, ich will nicht sagen, ich habe das ein bisschen kommen sehen, aber auf jeden Fall nicht von dort, ne? Ich hätte wirklich gedacht, der hackt hier noch einmal kurz drüber, dann klackern die ganzen Long-Signale an und dann bringt er nochmal so eine Nummer nach unten. Jetzt hat er es halt so gebracht, dann ist das so. Wir haben aber, wir kennen ja unseren DAX nun schon ein bisschen aus den letzten Wochen, sowas nun schon immer mal wieder gesehen, ne? Immer wenn er aus dem Abwärtstrend raus ist, hat er dann am nächsten Tag hier so Fieberkrämpfe bekommen. Das war einer, das war einer und jetzt hat wieder einer angefangen. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man hier sich jetzt nicht zu sehr auf der falschen Seite verkämpft. Also man muss schon klar gucken, am Donnerstag will ich grüne Stundenkerzen sehen, wenn ich long handeln will. Ja, wenn da nur rote Stundenkerzen reinflanken, dann geht er runter auf die 7,25, dann macht er das Gap hier zu und wenn er Bock hat, macht er gleich noch das nächste zu. Das ist hier unten um die 13.400 rum. Ich glaube so knapp bei 13.390 rum. Also so etwa 13.400, da ist dann auch noch ein offenes Gap, wenn er mit genug Down, also genug schwachen Nachthandel reinkommt, ich sag mal unter 87, vielleicht sogar schon eröffnet, kann er das hier unten auch, kann er das an einem Tag schaffen, ne? Das ist möglich. Ja, also deswegen, achtet am Donnerstag ein bisschen auf die Down Gaps, auf die Down Gaps sag ich schon, achtet am Donnerstag ein bisschen auf die Stundenkerzen, ja, dass solange da rot ist, würde ich dann noch nicht so viel auf der Long-Seite probieren, aber eben entsprechend auch berücksichtigen, gerade für diejenigen, die jetzt hier noch Short drin sind oder vielleicht auch übermütig auf der Short-Seite jetzt wären, habt Respekt davor, was ein Donnerstag auch nach oben leisten kann, habt Respekt davor, was eine Verfallswoche noch zutage bringen kann. Das wäre auch nicht das allererste Mal, wenn wir auf so eine Bewegung hier in der Verfallswoche am Folgetag einen kompletten Kontakt bekommen. Er hat jetzt mit dem einen Tag den Vortag ausgekontert und er kann, wenn er Bock hat, auch den Tag, den er jetzt hat, auskontern und höher noch schließen. Also das wäre eigentlich eher fast typisch Verfallswoche, ne? Also sowas haben wir schon oft gesehen und da muss man dann aufpassen, dass man nicht zu sehr mit dem Kopf irgendwie dagegen steht, von wegen, ja, das muss doch und das ist doch schon zu weit und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt am Mittwoch schon ganz gut überrumpelt wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich auch mit dazu zählen. Ich hätte ihn jetzt am Mittwoch noch nicht so abschmieren sehen. Also ich hätte ihn schon am Mittwoch abschmieren sehen, aber eher, also nicht aus dem Stand von der 250 weg halt, ne? Weil das ist ein tieferes Hoch. Also für mich macht es nicht viel Sinn, warum man jetzt von dort halt so wirklich schon so anzieht. Weil das eigentliche Fressen wäre hier oben gewesen, aber keine Ahnung. Also es muss auf jeden Fall was gegeben haben, sonst wäre er nicht runtergekommen, sonst hätte sich das Geld nicht geholt und das hat er getan. Und hier ist jetzt erstmal hart eingetreten, auch im Tageschart sieht unschön aus. Wir können ja auch dort mal kurz reingucken. Das ist jetzt hier halt, ne, genau auf Abwärtskantenbruch. War mit dem Kerzenkörper draußen. Das heißt, es ist ein Bruch, es ist ein bestätigter Bruch gewesen. Und dann so eine Kerze hinterher, also das ist schon. Mehr Stinkefinger zeigen kann man gar nicht halt, ne? Das ist wirklich so. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen Verfallswoche. Es ist nun auch der 1, 2, 3, 4. Versuch. Also, wie gesagt, mich würde das nicht wundern, wenn die Welt am Donnerstagabend plötzlich doch wieder ganz anders aussieht und von der Schwäche dann auch vielleicht gar nicht mehr so viel da ist. Deswegen würde ich schon bei grünen Stundenkerzen am Donnerstag auch nicht jetzt unbedingt darauf bestehen, dass der so schwach weitermachen muss, wie er das zum Mittwoch geliefert hat. Ja, also wenn er sich hochdrücken will, dann wird er sich hochdrücken und im Zweifel kann er die komplette Bude wieder zurücklaufen. 14.100 ist eine wichtige Anlaufstelle, Rückzug jetzt. Ne, wäre im Prinzip eine kleine Shortmarke, aber am Donnerstag hätte ich da keinen Bock, die zu handeln. Ja, ich meine, wenn er sich bis dahin drückt, dann stürzen auch nicht noch weiter zu drücken.
Und deswegen würde ich einfach offen halten, ne? Ein bisschen gucken auf die Stundenkerzen. Die 14.100 ist ein wichtiger Punkt im Chart. Die 13.725, 13.700 ist ein wichtiger Punkt im Chart. Haben wir ja hier noch den Fall. Sollte tiefer gehen. Wie gesagt, das hier unten noch ein offenes Gap. Das würde sich dann anbieten. Aber ich sage es auch gleich, der wird von hier denn nicht hochdrehen. Ja, also sollte das ein Thema werden, heute, also Donnerstag oder Freitag oder Montag, dann hier müsste auch ein neues Tief drunter. Na, nur Gap Close und wieder hoch macht keinen Sinn. Müsste dann halt wirklich auch noch ein neues Gap unter 3, neues Tief unter 3,40 setzen, dass er dann quasi einmal wieder eine Bereinigung hat und dann kann er von dort wieder versuchen anzuziehen. Ja, soweit so gut. Ja, Punkt. Ne? Also, ich glaube, gestern haben wir gesagt, er sollte. Keine Ahnung, was wir gesagt haben. Was haben wir denn gesagt? Ich weiß nicht, ich habe mir das Video nicht angeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas gesagt haben, wie es sollte jetzt nicht unter 100 zurückfallen, dass es sonst hier auf das Gap geht bei 14, 15 und wenn die 14 hält, nicht hält, dass er dann auch wieder auf 800 und 830 kann und auch auf 725. Und naja, im Grunde genommen ist er ja da drin. Ja, also es ist jetzt Negativszenario angetriggert. Hätte ich erst erwartet nach hier oben, aber gut, Punkt. Egal. Jo. Also, wir gucken jetzt zum Donnerstag, wie er reinkommt. Würde fast vermuten, dass er Schwäche reingegeben wird. Die Amis sind ziemlich schlecht gelaufen. Man kann ich mir nicht vorstellen, dass die Asiaten da jetzt große Kaufeuphorie entfachen. Ja, wäre fast passender, wenn er ein bisschen tiefer reinkommt. Und dann muss man halt wirklich gucken, wie stellt er sich. Wenn er eine rote Stundenkerze nach der anderen aneinanderreiht, dann steht er hier unten schneller, als er denkt. 700. Da würde ich mich noch nicht gegenstellen. Und wenn dann aber auch, gerade auch aus solchen Bereichen schöne grüne Stundenkerzen wegstrahlen, kann vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Long versuchen. Wie gesagt, Verfallstag, Donnerstag und so weiter und so fort. Das ist eine interessante Kombination, die auf jeden Fall auf beiden Seiten viel Bewegung zulässt. Ja. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass so ein Tag nochmal weggekontert wird. Ne? Das klingt immer ein bisschen gaga, wenn man das nach so einem Tag sagt, aber hinterher, wenn es dann mal passt, ist es halt. Ja, steht man auch wieder da und sagt, naja, war halt Donnerstag, ne? Ist halt Verfall, ja, gut. Ja, gut, okay. Also, 14.100 sehe ich auf der Oberseite als interessantes Ziel für Longversucher, wenn denn schöne grüne Konterkerzen kommen. Und ansonsten unten Zielbereich 700, 725. Ja, und tiefer ist dann. Kann sich austoben. Kann man ein bisschen zeigen, worauf er Bock hat. Ja. Muss auch ein bisschen aufpassen. Also, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Die US-Indizes, die schauen jetzt immer mal schon so an diesen Limit-Down-Begrenzungen rum. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Der ein oder andere kennt das noch aus den Corona-Monaten, beziehungsweise aus dem Corona-Monat. Das war im März 2020, kam das immer mal zum Tragen. Oder war es im Februar? Ich glaube, nee, im März war das. März 2020. Das kann passieren, dass die US-Indizes dann an einem bestimmten Punkt ins Limit Down gehen. Das heißt, sie werden für 15 Minuten vom Handel ausgesetzt, wenn sie besonders viel gefallen sind. Und in der Regel erweckt aber dieses Limit Down mehr Panik, als es eigentlich hilft, den Markt zu beruhigen, sodass die Leute noch unruhiger werden. Und dann eröffnet das meist nach dem Limit Down mit deutlichem Abwärtsgap. Also gar nicht das, wofür es da ist, dass der Markt sich ein bisschen beruhigt, sondern eher, dass noch mehr Panik erzeugt. Das haben wir im März gesehen. Und dann ist er meist von einem Limit direkt ins nächste Limit reingesprungen. Und das kann natürlich dazu führen, dass dann bei euch Stop-Loss übergangen werden, ne, und nicht ausgeführt werden. Da muss man dann ein bisschen genauer hingucken. Ne? Also Long-Position im US-Markt, da sollte man immer ein bisschen gucken, wie viel Prozent haben die gerade auf der Uhr, dass man da nicht gegebenenfalls dann im Stop-Loss irgendwie überrannt wird. Also da sollte man dann, glaube ich, schon ein bisschen Auge drauf halten und natürlich auch generell ein Auge drauf halten, weil ich sag mal, wenn dort ein Limit down kommt, also dann wird die Volatilität noch deutlich zunehmen. Ne? Dann springt der VDAX hier im DAX auch nach oben, der Volatilitätsindex für den DAX, und dann kriegt auch der DAX noch mehr Druck drauf. Na, das bringt einfach Unruhe in den Gesamtmarkt. Ja? Also nicht nur auf dem DAX, auch auf andere Assets. Das zieht sich dann einfach durch. Wenn Unruhe drin ist, dann ist Unruhe drin. Ja, aber wenn jetzt hier aufgekontert wird und hier rennt alles wieder zurück, ist das auch. Der Markt verzeiht unheimlich schnell halt, ne? Das darf man immer nie vergessen. Da reicht ein schöner Tag und da ist schon wieder vollkommen vergessen, was man das letzte Jahr so alles an Bewegung hinter sich hat. Ne? So funktioniert die Börse. Und deswegen würde ich da auch nicht zu verkropft rangehen, wenn er wirklich Stärke zeigt am Donnerstag und jetzt hier einen sichtlichen Konter angeht. Ja, das. So ein bisschen, weiß nicht, irgendwas sagt mir, dass der nicht ganz so
hier unten raus will, wie das jetzt aussieht. Ja, es ist auch nicht oben raus, so wie es aussah. Ja, jetzt ist genau das Gegenteil und das sieht mir jetzt, so wie es eigentlich gestern zu positiv aussah, sieht jetzt fast zu negativ aus. Deswegen würde ich das nicht ausschließen, dass wir vielleicht hier irgendwie in die 14.100 reinsteuern. Aber nicht ohne grüne Stundenkerzen. Ne? Die sollte man da ruhig schon abwarten. Gut, ich mache jetzt hier aus, wünsche euch gutes Gelingen am Donnerstag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.